So, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider, Folge 32, höchstwahrscheinlich zum großen Finale. Denn hier wurde mir gerade gesagt, gibt es keinen Weg mehr zurück. Und ich würde sagen, wir beschreiten diesen letzten Weg zusammen. Okay, was ist das los da? Sikorat der Könige. Na, dann mal los. Ach, da drüben. Ich sehe hier gar nichts. Fuck, ey. Richtig. Oh, verflucht. Okay, los geht's. Komm, bevor ihr alles zugrunde geht. Nehmen wir einfach mal an, dass das richtig ist. Oh, fuck! Jetzt aber schnell. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Wes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Ach, auf einmal. Wow. Mal gucken, was sie jetzt gegen Ende nochmal auffahren.
Ach ja, das sieht so aus, als müsste ich... Okay, ich habe jetzt gedacht, den muss ich jetzt irgendwie ausweichen. Man merkt schon, die Königin, die Sonnenkönigin ist ganz schön angepisst. Das letzte Lager wahrscheinlich. Oh, hier gibt es Munition. Nützt mir aber nichts. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße!
scheint doch irgendwie so untot oder sowas zu sein. Autsch! Wir doch den weiten Weg gehen. Na gut, hilft ja alles nichts. Selbstmörderisch, wie wir sind. Dass wir uns bisher bekannt gemacht haben. Ich bin Lara Croft und sie sind offensichtlich nicht guter Dinge, nicht gut gelaunt. Da hinten ist ein Panzer. Wow. Nein! Falsche Taste! Da war noch gar keine Taste. Ah, toll. Komm! Come on!
Nein, jetzt muss ich nachladen. Hat er mich voll erwischt. Sack. Ich sehe hier nicht mehr durch. Nein! Autsch! Oh. Oh, fuck, schaut euch das mal an, wie der sein Gesicht aussieht. So, jetzt pusten wir der Königin mal das Lichtle aus. Erinnern damals in den alten Teilen. Ich glaube, eine Uzi war das immer, die man auf jeden Fall mal dabei hatte. Jetzt zwei Knarren. Yay. So, und jetzt pusten wir der Königin mal das Licht aus. Oh.
Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Mich hat keinem kümmert, wo der Dr. Whitman ist. Hier wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben, aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ja, das war's mit Tomb Raider. Nochmal das Reboot gespielt, den ersten Teil des Reboots, bevor ich den zweiten Teil spielen werde, das heißt Rise of the Tomb Raider. Bin doch schneller durch gewesen, als ich dachte. 32 Folgen sind jetzt ungefähr gewesen. Ja, was heißt ungefähr, sind's gewesen. Und ich fand es auch mal schön, nochmal den Anfang des Reboots zu spielen. War nett. Hier und da gibt's immer noch Dinge, die einem nach wie vor aufregen. Und ich hoffe wirklich anständig, dass es im zweiten Teil wesentlich besser gelöst ist. Ich finde in jedem Spiel diese alberne Sache mit den Tagebüchern und den Audiologs. Es muss doch besser. Ich kann es verstehen, wenn man irgendwelche Audiologs oder Tagebücher von Personen findet, die vielleicht kurz vorm Abnippeln waren und dann die Leiche da liegt und dann ein Tagebuch da daneben liegt, so ähnlich wie es in den Herr der Ringe-Filmen, in den Minen von Moria zum Beispiel war. Da gab es ja auch dieses große Buch, wo dann der Angriff beschrieben wurde. Sowas ist komplett nachvollziehbar, aber doch nicht so ein Quatsch. Da steht der Jaina gerade am Schiff oder wie auch immer heißt und die Ray ist und dann schreiben sie ihr Tagebücher in den alten Ruinen, lassen die da liegen. Ja, Mai, wenn wir dann hier wegfahren, vielleicht findet das irgendjemand und schießen dann noch die Türen ab. Das ist einfach so hirnrissig. Weiß ich, diese ganzen Dialoge, die in den Texten beschrieben worden sind, die hätte man doch vielleicht auch irgendwie einfach in der Geschichte unterbringen können, dass die Charaktere sich darüber unterhalten. Ah, du, ich muss dir was sagen, Worf ist eigentlich der Vater und so und ich bin ein bisschen verzweifelt, dass er jetzt tot ist. Sowas zum Beispiel, so ein hübsches Lagerfeuer und dann redet man da vielleicht darüber, wenn man gerade die Zeit hat, aber noch nicht über irgendwelche Tagebücher. Das finde ich immer ein bisschen albern. Genauso albern fand ich zum Beispiel die Markierungen für den Seilfall. Das war genauso albern. Ich erinnere mich da an eine Szene an dem Hubschrauber, wo da die Markierung ziemlich unsinnig. Wer macht denn sowas? Naja,
Das ist Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten finde ich das Spiel nach wie vor erste Sahne. Wenn ich mich da an meinen letzten Tomb Raider erinnere, das war tatsächlich Angel of Darkness. Das darf ich hier, glaube ich, keinen erzählen, aber Angel of Darkness habe ich eigentlich positiver in Erinnerung, war sicherlich von der Geschichte her ziemlicher Quatsch. Aber ich habe es irgendwie positiver in Erinnerung. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe es mir damals gekauft gehabt. Für die PlayStation 2, das weiß ich noch. Der Angel of Darkness. Ansonsten, habe ich schon gelesen, dass der zweite Teil auf jeden Fall richtig, richtig gut sein soll. Und vor allem, dass es wieder Back to the Roots ist. Das heißt, ich weiß nicht, was es genau heißt. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass es wieder zurück zu seinen ursprünglichen Wurzeln geht. Wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr Rätsel und Katakomben-Spaß. Ich weiß es nicht. Ja, das war's. Das ist das zweite Spiel, auf das ich mich sehr, 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 sehr freue. Also Rise of the Tomb Raider kommt erst am April nächsten Jahres raus. Freue ich mich richtig drauf. Also eigentlich ist es schon draußen für die Xbox One-Spieler. Aber für die PC-Spieler kommt es erst im April, also Anfang des Jahres raus. April ist momentan so der geschätzte Termin, der auf Amazon rumkursiert. Und bis dahin muss ich mich tunlichst davor hüten, mich irgendwie spoilern zu lassen. Deswegen gucke ich einfach mal, was ich bis dahin spiele. Es gibt immer noch ein Spiel, auf das ich mich sehr, 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 sehr freue. Bin aber am überlegen, ob ich jetzt erst einmal StarCraft 2 spiele nochmal komplett. Legacy of the Void ist jetzt noch nicht so lange her, dass es rauskam. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir Fallout 4 hole, aber ich habe es ja schon mal gesagt, Fallout ist eine Serie, die ich noch nie gespielt habe. Weder den ersten, den zweiten, den dritten New Vegas oder sonst was. Nie gespielt, deswegen gucke ich einfach mal, was ich als nächstes spiele. Momentan tendiere ich tatsächlich dazu, die StarCraft 2 Trilogie nochmal zu spielen, weil Heart of the Swarm habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht gespielt. Und einfach mal gucken, was sich so anbietet. Ansonsten wäre da tatsächlich noch ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue, aber ich weiß nicht, ob ich das bis dahin unterkriege. Mass Effect wäre ein Spiel, das ich unbedingt nochmal spielen würde. Eines, das Lieblingsspiel schlechthin von mir. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, um die 6 oder 5 Mal gespielt. Den zweiten auf jeden Fall auch über 6, 5 Mal. Und den dritten habe ich allein schon 11 Mal gespielt. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Deswegen werde ich mal schauen, dass ich bis zum Mass Effect 4, was ja Ende 2016 erscheinen wird, dass ich das bis dahin alle drei Teile nochmal gespielt habe. Mit allen DLCs, auch vom ersten Teil, außer mal gucken, ob ich da alle DLCs unterkriege. Ich denke mal schon. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, auch wenn es nach wie vor nicht sehr, sehr viele Spiele sehr, sehr viele Leute sind, die mir zugucken. Ist mir aber relativ egal. Ich mache das einfach, weil ich darauf Bock habe. Und schaue mal, wie es weitergeht, welches Let's Play ich jetzt als nächstes anfange. Mal schauen. Also, bis dahin. Ciao.